Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 1 müssen die Helden alsbald erfahren, dass sie in der gesamten Stadt Baldur's Tor zur Fahndung ausgeschrieben sind und Sarevoks Arm deutlich länger ist, als sie bisher dachten. Naja, aber nur der Arm. Los geht's! Als Gasgurin und seine Gefährten aus dem Haus von Rinni der Bardin wieder auf die Straße treten, stellt sich fest, dass es eine schöne Nacht ist, aber schon sehr spät, nämlich 1 Uhr, und deswegen denkt sich Gasgurin, dass er jetzt nicht mehr zu Ferkas möchte, um den Mantel von Algernon abzugeben, sondern selbst mal dringend an der Matratze horchen muss, und steuert die Schritte seiner Heldengruppe in Richtung des Elfengesangs. Keine Zeit für Plaudereien! Und da läuft ihn aber des Nachts ein Edelmann über den Weg. Herrschel. Hallo, hallo! Wärt ihr vielleicht interessiert an ein paar Schmuckstücken? Eine Münze oder auch zwei für meine schöne Ware? Das habe ich befürchtet. Es gibt zwar langsam wieder Eisen, aber die Kunden sind doch noch nicht wieder da. Wer kann ihnen das schon verübeln? Sie haben Angst, weil sie sehen, dass die Händler weiterhin keine Ware haben. Wer glaubt schon, dass eine Knappheit vorbei ist, wenn sie immer noch keine neue Klinge erwerben können? Der Eisenthron ist schuld, jawohl. Und ich bin nicht der Einzige, der das meint. Warum gebt ihr denen die Schuld? Was haben sie getan? Gasgurin wird hellhörig. Nichts Konkretes, würde ich denken. Auch wenn die Auswirkungen immer noch stark zu spüren sind. Seit Sarevok die Herrschaft übernommen hat, haben sie die meisten Geschäfte aufgegeben und fast alle Gewinne eingefroren. Sie waren wichtige Importeure und ohne ihre aktive Hilfe wird es viel länger dauern, bevor der Normalbürger fühlt, dass die Krise vorüber ist. Sarevok hat wohl vor, den Eisenthron für sein hartes Auftreten gegen Amn zu benutzen. Deshalb sein Streben nach der Position des Großherzogs. Die Tatsache, dass er ein großes Handelshaus in seinen Rechten beschneidet, scheint ihm irrelevant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vernünftige Geschäftsleute solchen Anweisungen Folge leisten. Irgendwas ist im Gebäude des Eisenthrons sehr merkwürdig. Aha. Gasgurin staunt. Sarevok, nun wohl Anführer des Eisenthrons, weil alle bisherigen Anführer sind ja tot. Woran wir ausnahmsweise mal ziemlich unschuldig sind. Ja, aber bei den Ärzten, na, über den reden wir nicht. Aber von einem Großherzog war nicht die Rede. Die Helden staunen nicht schlecht. Und setzen dann aber müde ihren Weg fort in Richtung Elfengesang. Und haben vor, dieser ganzen Geschichte am nächsten Morgen auf den Grund zu gehen. Ich diene der flammenden Faust! Aber da kommen die Mitglieder der flammenden Faust auf die Helden zu. Halt und still gestanden! Ihr seid des abscheulichsten Mordes angeklagt. Aha. Legt eure Waffen nieder und kommt mit. Oder ihr werdet auf Befehl von Angelo Dosan, auf der Stelle getötet. Ah ja, der darf also solche Befehle geben. So lautet mein Befehl und ich kann ihn nicht ändern. Ihr habt die Wahl. Naja, du befolgst jeden Befehl, ja? Wenn einer sagt, geh durchs Nordviertel von Baldur's Tor und schlachte alle Katzen ab, dann tust du es, weil es ist ja dein Befehl, ha? Aber wir haben ja unsere Verbindungsleute. Ich bin unschuldig und werde mich dem Urteil dieses Angelo nicht unterwerfen. Scar ist der zuständige Vorgesetzte. Das kann schon sein, aber Scar ist tot und Angelo ist sein rechtmäßiger Nachfolger. Wir Soldaten haben keine andere Wahl, als seinen Befehlen zu folgen, auch wenn sie uns verdächtig vorkommen. Ihr müsst euch entscheiden. Ergebt euch und stellt euch eurem Gerichtsurteil oder kämpft und sterbt. Ich habe keine Wahl, ihr aber schon. Okay. Und ja, jetzt hier den Aufstand gegen die flammende Faust zu proben, ist schwierig. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ich bin kein Mörder und möchte das auch gerne beweisen, denkt Gasgurin. Wirft sich in die Brust und der Mietling der flammenden Faust ist offenkundig erleichtert. Ein weiser Entschluss. Ihr werdet eine gerechte Chance zur Verteidigung erhalten, auch wenn Angelo von eurer Schuld überzeugt ist. Hier entlang.
Kommandant Dosan, hier sind die Söldner, die wegen des Mordes an den Anführern des Eisenthrons gesucht werden. So, das sind also die berüchtigten Mörder, endlich zur Verantwortung gezogen. Mhm. Berüchtigten Mörder, es hätte mutmaßlichen Mörder heißen müssen, wenn hier wirklich von einer gerechten Verteidigung die Rede sein könnte. Ich bin Angelo, Kommandant der Flammenden Faust. Ich werde euer Richter und Henker sein. Bitte verzeiht das Klischee. Mhm. Ja, Ulraund lässt grüßen, gell? Was haben wir denn zur Auswahl? Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Bitte, bitte, bitte. Nein. Lacht nur, Angelo, wenn eure Arme und Beine erstmal zerlegt sind und ihr am Boden liegt und schreit wie ein Säugling. Ha! Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Das ist eine unverhohlene Drohung mit Gewalt. Hey, nun kommt schon. Wir wissen alle, dass ihr im Auftrag von Sarebok handelt. Wir bezahlen euch mehr, wenn ihr uns laufen lasst. Oder ihr seid nicht der Befehlshaber der Flammenden Faust. Diesen Titel hat Herzog Eltern inne. Einer, der den Titel verdient hat. Ihr seid ein Blender und dazu noch ein ziemlich hässlicher und übelriechender. Sogar ein Kreischling nach einer Gehirnwäsche würde einen besseren Anführer abgeben als ihr. Also, das ist alles unschön hier an Optionen. Dieses Schwanz einziehen hier unten, das würde ich jetzt komplett streichen. Ihm Gewalt anzudrohen, während seine ganzen Wachen neben uns stehen, das ist auch Quatsch. Das hier oben ist eigentlich schön, aber halt nur bis der den Titel verdient hat. Danach geht's hier in wüste Beleidigungen. Also, es klingt auch irgendwie fast schon, als würden wir diesen Typen kennen, aber den kennen wir ja gar nicht. Wir können ja gar nicht wissen, ob er dumm ist oder nicht dumm. Das zweite hier, ihm vor seinen Männern versuchen zu bestechen, ist natürlich Blödsinn eigentlich. Andererseits haben wir ja gerade gehört, dass den Mietlingen der Flammenden Faust diese Befehle von Dosan auch schon komisch vorkommen. Und obwohl das natürlich keine Aussicht auf Erfolg haben wird, können wir ja nochmal versuchen, auf diese Mühle ein bisschen Wasser zu lenken. Und deswegen, hey, nun kommt schon. Wir wissen alle, dass ihr im Auftrag von Sarebok handelt. Wir bezahlen euch mehr, wenn ihr uns laufen lasst. An die Gier in meiner Seele zu appellieren, ist ein bewundernswerter Versuch, der leider zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin nicht so dumm, jemanden wie Sarebok zu reizen. So etwas bringen nur Tölpel wie ihr fertig. Er gibt's auch noch zu. Da somit die lästigen Formalitäten alle erledigt wären, will ich nun meine Entscheidung verkünden. Ach so, das war unsere Gerichtsverhandlung. Das war unsere Chance auf eine faire Verteidigung. Ich habe lange darüber nachgedacht, ja klar. Welche Strafe für euch die angemessene wäre? Im Grunde kommt nur eine in Frage. Und so verurteile ich euch wegen der von euch begangenen Morde, Diebstähle, Brandstiftungen, Vergewaltigung, oh, davon wüsste ich aber, und zahlreichen anderen Verbrechen zum Tode durch den Strang. Das Urteil ist alsbald auf dem Basar zu vollstrecken. Aha. Es läuft ja richtig gut in dieser Nacht, die bald zum Morgen wird. Aus irgendeinem Grund ist Herzog Eltern nicht mehr der Kommandant der Flammenden Faust. Ein Mann namens Angelo hat diese Position jetzt inne. Aha. Angelo hat uns zum Tode durch Erhängen verurteilt und ich habe mich der Flammenden Faust ergeben und muss vor Angelo Dosa antreten, um mich meinem Urteil zu stellen. Ich bezweifle, dass dieser Angelo mich gerecht behandeln wird, doch ich hatte keine Wahl. Hätte ich die Flammende Faust bekämpft, wäre ich jetzt als Wachenmörder gebrandmarkt. Sie befolgen nur die Befehle ihres neuen Befehlshabers und sind trotz ihrer Angriffe auf mich keines Vergehens schuldig. Sollte ich in Zukunft jemals wieder vor der gleichen Wahl stehen, sollte ich am besten die Wachen irgendwie verwirren und dann fliehen, ohne sie dabei zu verletzen. Das Schicksal würde es nicht gerne sehen, wenn ich Unschuldige töte, ungeachtet deren Absichten. Okay, das ist ein Wink mit dem spielmechanischen Zaunspfahl. Naja. Ja, wie kommen wir denn jetzt... Oh, jemand hat Gaskulins Zelle offen gelassen. Die Zellentür scheint irgendwie manipuliert worden zu sein. Das ist ja schön.
wenn du nur einen Vorrahmen sprechen könntest. Also Imoen kann nichts tun. Das ist schade. Hier ist offen. Ich habe nützliche Dinge! Nützliche Dinge habe ich! Meine Güte, wie kannst du mich denn so erschrecken, Gnom? Oh, aus dem Schatten einer offenen Zelle springt Gasgrin ein Gnom in den Weg und mit fiepender Stimme sagt er: Hey, ihr da! Wie seid ihr aus eurer Zelle rausgekommen? Hat die etwa jemand offen gelassen? Oder vielleicht habt ihr meinen Schlüssel mitgehen lassen? Nein, das habt ihr nicht. Hehe. Also seid ihr die Bande, der man dreifachen Mord vorwirft? Ja, und was war's? Zahlreiche Diebstähle, Brandstiftung, Vergewaltigung und ganz viele andere Verbrechen. Leugnen ist zwecklos. Ich erkenne euch doch. Jedenfalls, hehe, ich heiße Nip. Mhm. Nip, wisst ihr, was in der Stadt in letzter Zeit so vorgeht? Ich erspare euch jetzt Neps Stimme. Oh ja, jede Menge. Das mit Herzog Eltern habt ihr wohl schon gehört. Den hat eine Krankheit erwischt und deswegen ist jetzt Angelo am Ruder. Eigentlich wäre ja Scar dran gekommen, aber der war so blöd und hat sich ermorden lassen. Hehe. Tja, in den Städten geht seit einer Woche alles den Bach runter. Wirklich so schade. Hehe. Oh je, es wird ja immer schlimmer hier. Aber Herzog Eltern lebt entsprechend noch. Nachdem ich von Angelo eingesperrt wurde, erzählte mir der Verbrecher Nepp, dass Herzog Eltern krank und Scar tot ist. Also, Gasquin glaubt ja, dass irgendeiner dieser Wachen seine Zellentür offen gelassen hat. Offenbar hat es gewirkt, dort ein bisschen die Zweifel zu säen. Ja, Nepp. Manu? Ich weiß einen Weg hier raus. Hey, habe ich doch gut versteckt, oder? Sucht ruhig. So viel ihr wollt. Ihr werdet nichts finden. Ein Weg hier raus. Er redet weiter mit uns. Hey, gute Idee von Nepp, ein bisschen Magie in die Dieberei einzubringen, was? Ja, ja. Ich sag euch was. Mörder zu Mörder, Monster zu Monster. Wollt ihr hier raus? Bitte, wir werden alles tun. Es ist sehr wichtig, dass wir hier rauskommen. Naja, sicher. Wir wollen alle raus. Aber will die Welt das auch? Vielleicht ist es besser, wenn wir alle hier bleiben. Hä? Also jetzt, Monster zu Monster und Mörder zu Mörder. Wie viele kleine Kinder sind durch die Hände des alten Nepp gestorben? Nicht eins, nicht zwei. Weder vier noch sieben, noch zwölf oder 20. Sondern das Nächste. Das Nächste in der Reihe. Ein Kindermörder, na super. Also, er hat uns eine Zahlenreihe aufgegeben. 1, 2, 4, 7, 12, 20. Mhm. Okay, ich habe die Lösung. Glaubt mir jetzt keiner. Ich weiß die Lösung wirklich nicht, aber ich habe mir gerade die Zahlenreihe angeschaut. Und ich bin mir recht sicher, dass ich das Muster erkannt habe. Lass mich kurz rechnen. Ich halte jetzt gerade unten das zu, was ich nicht sehe, was da als Antwortmöglichkeiten ist und rechne jetzt aus, was ich glaube, dass die Antwort wäre. Und dann gucke ich nach, ob die Antwort dabei ist. Also, es müssten sein. Das sind 33. Und 33 ist dabei. Das ist richtig. Okay, ich erkläre es euch gleich. Sehe ich das dann noch im Chatlog? Ja, sehe ich noch. Also 33 ist die richtige Antwort. Ihr habt 33 Kinder getötet, Nepp. Mögen die Götter und ihre Solaria Rache nehmen.
Lass die Solarier ruhig kommen, dann bringe ich sie auch um. In einer Welt ohne Gerechtigkeit sind die Götter nicht mehr als ein göttliches Marionettentheater. Los! Der Tunnel geht hier durch die Wand und es wird Zeit, dass wir uns aus diesem einengenden Loch herauskämpfen. Pause. Jetzt lesen wir erstmal das Journal. Im Konflikt mit dem Gesetz. Ah, sie wird abgeschlossen. Schön. Ein Mörder namens Snap hat uns dabei geholfen, aus dem Gefängnis der flammenden Faust auszubrechen. So, für die, die es nicht gesehen haben. Wie bin ich auf die Lösung gekommen? Ich habe es wirklich nicht gewusst. Gebe ich nochmal zu Protokoll, auch wenn mir das wahrscheinlich keiner glaubt. Also, bei solchen Zahlenreihen muss man immer gucken, was ist die Regel, wie ich von einer Zahl zur nächsten komme. Ne, das ist relativ logisch. Und hier 1 mal 2, ja, mal 2, ja, mal 2, nee, es wird nichts. 1 plus 1 ist 2, plus 2 ist 4, plus 3 ist 7, ja, das wird interessanter. Plus 4 wäre 11. Aber es ist hier eine 12, also stimmt das auch nicht. Aber dann ist mir folgender Gedanke gekommen. Die Differenz zwischen den Zahlen ist hier 1, 2, 3, 5 und 8. Und bei 1, 2, 3, 5, 8 hat was bei mir geklingelt. Das ist nämlich die berühmte Fibonacci-Zahlenfolge, die sich bildet, indem man mit... man fängt mit 1 und 1 und mit 0 und 1 an. Das kann man beides machen. Also man fängt mit 0 und 1 an, die beiden Zahlen sind gesetzt und die nächste Zahl ist immer die Summe aus den beiden vorhergehenden Zahlen. Also kommt dann 0, 1, dann kommt wieder die 1, dann kommt die 2, dann kommt die 3, dann kommt die 5, dann kommt die 8 und jetzt solltet ihr das wiedererkannt haben, denn 1, 2, 3, 5 und 8 sind genau die Differenzbeträge hier, also habe ich gerechnet. Das nächste in der Fibonacci-Folge wäre 5 plus 8 gleich 13. Also ist die nächste Zahl 13 plus 20 gleich 33. So. Ja. Noch Fragen? Jemand sagt mir nach, dass ich so etwas gut sei. Okay, also, das haben wir jetzt. Und jetzt ist die Frage, wie wir vorangehen. Ich nehme an, wir werden weiterhin gesucht. Sind jetzt irgendwie rausgekommen. Kaserne der flammenden Faust, tatsächlich. Sind ja irgendwie rausgekommen. Also, ich würde erstmal sagen, wir speichern. Okay, das Naheliegendste wäre es ja eigentlich, dass sich jetzt hier Imoen mal im Schatten verbirgt. Ist ja dunkel. Fehlgeschlagen. Imoen, du kannst dich doch wohl mal in den Schatten. Ach, Imoen, weißt du. Das ist so enervierend. Ach, es ist doch hier ein Schatten. Was soll denn das sonst, wenn es kein Schatten ist? Aha. Aha. Tatsächlich. Man hat offenbar unsere Flucht bemerkt und würde uns jetzt angreifen. Das ist alles nicht so schön. Ja. Dann müssen wir wohl durch die Kanäle. Jetzt ist nur die Frage, wie wir den umhauen. Es hieß ja, wir sollen die verwirren. Oder festhalten. Festhalten wäre eine Option. Kann nicht verwendet werden. Ehrlich? Da muss das Gasgreen halt machen. Also festhalten wäre eine Option. Die Frage ist, ob der da alleine ist. Hier haben wir Verwirrung. Naja, Gasgreen strafft die Robe und denkt sich, na, da liegt jetzt wohl an mir, dass ich den Zauber irgendwie ins Ziel bringe. Verwirrung. Imoen sagt, der stand in der Nähe dieser... hier? Das ist alles viel zu langsam.
Ja, das... Das funktioniert nicht. Dann muss Branwen das ein bisschen schneller machen. Danke. So. Ja, dann... Können wir hier runter? Ja, es geht gar nicht, verdammt. Wo ist denn hier der nächste Abfluss? Ihr solltet den Schneider wechseln. Warum? Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Ach ja, du hast auch keine anderen Probleme, als uns damit auf die Nerven zu gehen. So eine Unverschämtheit. Er mag noch so beliebt sein. Ich werde trotzdem nicht so einen Rüpel wählen. Welche Unverfrorenheit von diesem Mann. Fort mit euch, euer Oberklassengewinse kann ich nicht ausstehen. Was ist euer Problem, liebe Frau? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich bin einfach wütend auf diesen Sachebock. Ich habe nicht so viel Geld in diese Stadt gesteckt, damit einer wie er sich dann mit meinem Gewinn davon macht. Ich mache schon länger Geschäfte mit der Handelsgruppe des Eisenthrons. Und auch wenn ich ihren anderen Geschäften nicht immer zustimmen konnte, so waren es doch wenigstens ehrenwerte Geschäftsleute, was meine Verträge angeht. Und jetzt, wo Sarebok euer Anführer ist, hat er alle meine früheren Vereinbarungen für null und nichtig erklärt. Ich habe kein Mitleid mit euch, wenn ihr Gold bei Geschäft mit dem Eisenthron verloren habt. Wenn ich nicht schon so schrecklich wütend auf Sarebok wäre, würde ich auch euch ein wenig in die Mangel nehmen. Ich muss unbedingt mit den Großherzögen über das Benehmen Sareboks sprechen. Stellt euch das mal vor. Er übernimmt die Führung des Eisenthrons und hat dann nichts Besseres zu tun, als die Glaubwürdigkeit des Handels zu zerstören, indem er ihn praktisch für null und nichtig erklärt. Er mag der Stadt so vielleicht den Rücken stärken, aber das ist doch sehr unprofessionell. Etwas Merkwürdiges geht in diesem Gebäude des Eisenthrons vor, das sage ich euch. Ich weiß, dass die früheren Anführer getötet wurden, aber die übrigen würden dies nie zulassen, jedenfalls nicht bereitwillig. Der zweite Hinweis, dass wir in das Gebäude des Eisenthrons sollen, aber die Helden würden eher mal gucken, dass sie durch die Kanäle verschwinden können. Oh. Ah. Hier. Neue Quest. Der Aufstieg Sareboks. Nach seiner Machtübernahme über den Eisenthron hat Sarebok damit begonnen, dessen Mittel bis zum Äußersten auszuschöpfen. Selbst wenn die ehemaligen Anführer tot sind, werden die übrigen Mitglieder einer solch mutwilligen Plünderung nicht lange tatenlos zusehen. Was hat Sarebok vor? Gute Frage. Ja, da ist ein Kanal. Ja. Immerhin kriegen wir das irgendwie hin. Ich meine, hier brennen Laternen, das ist mir klar. Aber wir haben das geübt, Immerhin. Aha. Ist der Weg zu diesem Kanal-Gulli-Deckel frei? Ja. Immerhin huscht hinter die Kisten und winkt die anderen heran, die geduckt. Dann hier hinein huschen. Was für ein schöner Anblick. Ja. Gasgrin kramt seine Beschriftungen hier heraus und überlegt sich, was nun zu tun sei als nächstes. Also, Herzog Eltan, der ist ja angeblich nur krank. Man müsste ihn finden. Aber wo ist er? Das wissen wir nicht. Enter Silberschild? Hat diese aber rausgeschmissen worden. Ah, nicht gut. Tja, die Diebesgilde könnte was wissen. Außerdem müssen wir auch mal irgendwo schlafen. Das ist vielleicht auch nicht die allerschlechteste Idee, dort unterzukommen. Also, Elfengesang ist fast genauso gut. Ja, was haben wir denn hier? Kaserne, 7 Osten, Rage Fast, 7 Sonnen, Enter, Silberschild, ja, 7 Sonnen hinter Kaserne.
Quinzhauser Übergang, Unterkeller über. Ah ja, das ist hier. Da ist ja schon der Eisenthron, ne? Aber wir wollen noch ein bisschen. Ein bisschen was noch wissen. Herausfinden. Die Helden beschließen, dass sie mal hier runterschauen. Wobei, also, wo geht's zum Elfengesang? Das ist gefühlt hier lang, ha? So, Eisenthron. Ach du meine Güte, Jopalins Taverne, Unterkeller, Hafenbecken. Mhm. Petrines Haus, naja. Der Hafenmeister drückte sich doch mal so aus, als würde er irgendwas wissen, ha? Huh? Oh, wer bist denn du? Ein Kanalreiniger. Hier unten gibt es biele eigenartige Kreaturen, da muss man ganz schön aufbatten. Ich werde ja in Ruhe gelassen, aber wahrscheinlich nur, weil ich schon genauso rieche wie alle hier unten. Wer seid ihr und warum irrt ihr durch die Abwasserkanäle? Ich bin Kanalarbeiter. Ich muss dafür sorgen, dass die Abwasserkanäle nicht mehr tropfen. Herrlich. Ja, zurück zum Hafenmeister. Achso, wenn wir da oben sind, also einen können wir immer ausschalten mit Branwens Befehl, aber das ist natürlich auch nichts, was so ewig geht, weil, ich guck mal, was wir noch so haben. Netz könnte natürlich ein bisschen helfen. Ja. Verwirrung, solche Geschichten. Ich stelle uns mal ein kleines, eine kleine Akte an nützlichen Zaubern zusammen. So, das hier ist die Ausbeute. Person festhalten kann man versuchen, wenn es nur einer ist. Schlaf, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube, dagegen sind die zu hochstufig. Hier, Wesen mit 5 oder mehr Trefferwürfeln sind nicht betroffen. Also mit 5, Stufe 5 aufwärts. Also, aber man kann es probieren. Verwirrung, Netz, verlangsamen, um davon zu kommen. Und natürlich Furcht, das ist vielleicht unser größter Freund. Also ein paar Sachen haben wir, aber auch nicht so wahnsinnig viele. Jetzt aber mal zum Hafenmeister. Ich habe da noch so irgendwie im Ohr, dass der uns mal was erzählen wollte, wenn es günstiger ist. Jetzt ist es vielleicht günstig. Also zumindest ist es dringend. Also günstig ist das falsche Wort. Dringend ist das richtige Wort. Dann pack mal aus. Ja. Danke. Genau das wollte ich nicht. Also der glaubt, das ist bei ihm noch dringender als bei uns. Naja, gut. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir versuchen, uns zu der Taverne hinzustehlen. Zur funkelnden Klinge. Die muss hier irgendwie nebendran sein. Weil da hätten wir nämlich mit Shaella zu sprechen. Wegen dieser einen Geschichte mit dem unsichtbaren Buch der Dummen. Genau, so hieß das. Okay, am Hafen ist sonst keiner. Dann versuchen wir das mal. Das müsste das Stadtviertel hier gewesen sein. Ah, Treffer und versenkt. So, wir haben das Buch nicht gefunden. Oder wir haben ein Buch gefunden, das war aber komplett leer. War's das? El Naedra kann durch die Nebel der Dame erkennen, dass ihr ein starker und würdiger Abenteurer seid. El Naedra, was ist mit Shaella geschehen? El Naedra weiß nicht, von wem ihr sprecht. Ihr seid nur ein Fremder für sie. Ein Fremder? Aber Shaella, wir haben uns lange unterhalten. Erinnert ihr euch nicht? Wandert in Frieden durch die Nebel von Lyra.
Ich habe jeden Zentimeter an Kerzenburg abgesucht und kann das große Buch der Unwissenden, das dort angeblich verwahrt wird, nicht finden. Dann war die Dame milde zu euch, denn ihr habt es gefunden. Wandert in Frieden durch die Nebel von Lyra. Aha, das Nichtfinden war das Ziel. Das ist komisch. Also, das große Buch der Unwissenden. Shaela sagt, ich habe das große Buch der Unwissenden irgendwo in Kerzenburg gefunden. Aber ich erinnere mich nicht daran. Es gab nicht mal Erfahrungspunkte. Na gut. Ja, gut. Wir wollen ja eigentlich uns... Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Mal zur Diebesgilde, ha? Huh? Wo war die? Die war hier in diesem Viertel. Da ist der Elfengesang. Imoen, hier ist es echt gerade verdammt dunkel. Du kannst dich nicht verstecken, dann geh doch ins Dunkle, wo es dir leichter fällt. Ja, Hasa! In die Gabampenfaust! Gasgrin. Schnell. Alle anderen. Weg. Hat das geklappt? Ja. Weg. Mann, sind die nervig. Stehen ja echt an jeder Straßenecke. Eieiei. Oh. Ich muss allein mit euch sprechen. Dies sind unruhige Zeiten. Da kommt jemand auf uns zu. Tamoko, verzeiht mir, dass ich nicht offener mit euch reden kann. Doch in diesen schweren Zeiten muss man auf der Hut sein. Wenn ich nur einen Moment mit euch reden dürfte... Ich glaube, dass euch meine Nachricht interessieren wird. Vielleicht können wir einander ja helfen. Da geht irgendwas. Wenn eure Informationen von Wert sind, wäre ich in der Tat interessiert. Ich will alles genauer erklären, sobald ich die Zeit dazu finde. Bis dahin habe ich nur eins zu sagen. Derjenige, der die Krankheit von Herzog Eltern angeblich heilt, ist auch derjenige, der für sie verantwortlich ist. Vermutlich habt ihr das bereits an einigen Anzeichen erkannt, doch hat niemand es bisher gerade herausgesagt. Zweifelsohne wisst ihr, mit der Information umzugehen. Euer ganzes Wesen verleiht euch besondere Handlungsfähigkeit. Gurions Vormundschaft konnte das nur noch betonen. Die scheint gut informiert zu sein. Die beiden Antwortoptionen sind nicht schön, aber ich wähle die am wenigsten unschöne. Sprecht diesen Namen nicht aus. Ihr sollt die Erinnerung an die einzige Familie, die ich je gehabt habe, nicht beschmutzen. Aber das war nicht die Familie, die euch kannte und immer noch kennt. Ich glaube, dass ihr ihre Macht spürt und euch immer noch dagegen auflehnt. Ah, wieder erkennt ihr, wie viel ich von euch weiß. Vielleicht mehr als ihr selbst. Drei Dinge verkörpern unglaubliche Kraft. Die Liebe zum Leben, die Angst vor dem Tod und die Familie. Eine Familie, die den Tod liebt, hätte in der Tat eine starke Macht über euch. Könnt ihr sie spüren? Könnt ihr ihn spüren? Er hasst euch. Ihr wisst es. Wer hasst mich so? Was habe ich getan, um solchen Hass zu verdienen? Was ihr getan habt? Ihr existiert. Und alles wird im Chaos enden. So ist es vorbestimmt, obwohl ich das gerne ändern würde. Ich muss jetzt gehen. Und ihr müsst zu Herzog Eltern. Bewahrt ihn vor seinem eigenen Heiler. Ich werde in der Nähe des Hauptquartiers der Flammenden Faust warten. Wir werden erneut miteinander sprechen und ich werde euch um etwas bitten. Tamoko. Oha, jetzt kommen die Dinger aber echt ins Rollen.
Eine geheimnisvolle Frau namens Tamoko hat mir erzählt, dass man Herzog Eltans Heiler nicht trauen kann. Wahrscheinlich ist er sogar die Ursache für Eltans Krankheit. Sie hat über mich auch sehr seltsame Dinge erzählt. Sie weiß mehr, als sie zugeben will. Ich sollte mich in der Zukunft wieder nach ihr umschauen. Sie meinte, sie sei in der Nähe des Hauptquartiers der Flammenden Faust zu finden, falls ich mehr von ihr erfahren möchte. Oh ja, okay. Gut zu wissen. Hallo, ihr da. Ja. Deltür. Wartet. Ich muss mit euch reden. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Was wollt ihr? Also gut. Ich bin Deltür und ich vertrete die Harfner. Ich bin seit vielen Wochen auf der Suche nach euch. Erst kürzlich fand ich heraus, dass ihr die Stadt vor einiger Zeit verlassen habt. Seit eurer Abreise haben sich tiefgreifende Veränderungen vollzogen. Ich kann euch alles berichten, was ihr wissen müsst. Das wäre in der Tat sehr nett. Scar, der stellvertretende Kommandant der Flammenden Faust, wurde ermordet. Großherzog Eltan liegt mit einem geheimnisvollen Leiden darnieder und keiner weiß, wie lange er noch zu leben hat. Die für euch wichtigste Neuigkeit hat mit eurer Rückkehr nach Kerzenburg zu tun. Man legt euch die Ermordung der Anführer des Eisenthrons zur Last. Alle halten euch für Spione im Dienste von Amn, die durch ihr Vorgehen gegen den Eisenthron die amnischen Aktivitäten vertuschen wollten. Die Lage ist derzeit äußerst gespannt. Der neue Führer des Eisenthrons, Zarevok, hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt und die Flammende Faust hat Befehl, euch zu verhaften. Ehe ich mit meinem Bericht fortfahre, muss ich euch eine Frage stellen. Seid ihr unschuldig? Moment, langsam. Ehe ich mit meinem Bericht fortfahre, muss ich euch diese Frage stellen. Seid ihr schuldig? Achso, seid ihr schuldig? Ja, wer lesen kann. Seid ihr schuldig? Ja, teils. Aber die überwiegende Anzahl von den dreien, also zwei, haben wir nicht gekillt. Also eher Option 2. Nein, man hat uns die Sache angehängt. Das erleichtert mich sehr. Nun müssen wir über eure Zukunft sprechen. Nach den Erkenntnissen unseres Verbandes zu urteilen, bereitet der Eisenthron die Machtübernahme in Baldurs Tor vor. Schon in eurem eigenen Interesse müsst ihr versuchen herauszufinden, was genau sie vorhaben. Ich empfehle euch, in ihre Zitadelle einzudringen, denn dort erfahrt ihr gewiss mehr. Es sind schwierige Zeiten für euch, aber ihr wisst mehr über den Eisenthron als alle anderen. Wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann stellt sie jetzt, denn ich bin in den nächsten Tagen nicht hier. Wer hat Scar getötet? Die am Tatort gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass die Schattendiebe ihn ermordet haben. Allerdings passt es einfach zu gut ins Bild, ihnen die Schuld zuzuschieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Eisenthron auf die eine oder andere Weise seine Hände im Spiel hat. Wer sind die Schattendiebe? Die Schattendiebe sind eine umfassende Organisation aus Dieben und Meuchelmördern. Sie haben an der ganzen Schwertküste ihre Stützpunkte. Die eigentliche Schaltzentrale befindet sich in Amn. Nun, habt ihr sonst noch Fragen? Na klar. Durch welche Hinweise wurden die Schattendiebe belastet? An Scars Leiche fand man ihre Erkennungszeichen. Eine Maske und ein Stilett. Ja, klar. An welcher Krankheit leidet Eltan? Eltans Arzt konnte bislang nicht herausfinden, an welcher Krankheit er eigentlich leidet. Es scheint ein böser Zauber im Spiel zu sein. Die ganze Sache kommt mir äußerst seltsam vor. Soweit ich weiß, war Rashad, Eltans Arzt, ein Priester von großer Macht und Glaubensstärke. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass ein solcher Mann imstande ist, die Gesundheit des Großherzogs wiederherzustellen. Okay. Wenn das eure letzte Frage war, dann muss ich nun gehen. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich im Wirtshaus zu den drei alten Fässern. Aha. Warte. Ist das Sackgesicht jetzt hier wach geworden, oder was? Ja, keine Ahnung, wer es jetzt hier ans Leder will, aber verdrücken wir es mal ganz schnell in die Diebesgilde. Da. Oder? Das ist doch heiße Diebesgilde hier, komm. Wir wissen doch Bescheid. Was, wer schleicht denn hier? Niklas. Hey, ihr!
Schließt die Tür hinter euch, damit uns nicht irgendein Spion im Vorübergehen sieht. Was macht ihr hier in Baldurs Tor? Jeder Nachtschwärmer der Stadt versucht, sich so unsichtbar wie möglich zu machen, wo doch die Wachen so schnell von ihren Schwertern Gebrauch machen. Herumzustreuen ist nicht ungefährlich, überhaupt nicht ungefährlich. Alatos hat sich tief versteckt, um nicht eine Pritsche im Gefängnis wärmen zu müssen. Oder gar Schlimmeres. Die meisten sind nicht mehr da. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt, aber sicherer als draußen auf der Straße seid ihr hier auch nicht. Okay. Wir haben sich alle verdrückt. Super. Na nun, kommt schon. Also, die meisten sind nicht da. Das scheint zu stimmen. Ein paar namenlose Schurken. Eben strobert mal kurz herum, aber ich fürchte, das ist genau so. Mit Niklas haben wir gerade gesprochen, ja. Achso, können wir noch mal mit ihr reden? Kommt da noch irgendwas Neues zur Sprache? Ja. Sicherer als da draußen sind wir hier auch nicht. Ja. Tja, Herzog Eltan. Ist der in der Kaserne der flammenden Faust? Genau dahin wollte ich eigentlich am allerwenigsten, aber wenn es denn nicht anders geht, dann müssen wir genau dahin gehen. Auf dem Weg dahin sollten wir aber zumindest noch Algernons Umhang loswerden. Das ist ja wirklich Diebesgut. Wir wollen uns natürlich so wenig wie möglich irgendwie selbst belasten. Der unten ist, macht doch nicht immer so einen Scheiß. Das Gerin. Danke. So, weg mit euch. Ist mir ja zu heiß. Also, wenn ich nur wüsste, wo der ist. Ah, der los. Allerlei Zaubereien, ey. Unterkeller. Wir müssen eher zum Übergang, denke ich. Zentrum West. Puh. Jahrmarkt. Aber Zentrum West ist vielleicht sogar richtig. Mal gucken. Nur mal schauen, ob wir da oben richtig sind, im richtigen Viertel. Nicht wirklich, aber vielleicht. Ah, nee, das ist mir zu heiß. Wo ist denn hier? Da. Komm schon. Darf ich wieder rein mit euch? Also, wir müssen noch ein bisschen weiter dahin. Denke ich. Und da sind die Kanalarbeiter wieder unterwegs. Wir gehen mal darauf. Was sind wir jetzt? Ich diene der flammenden Faust! Du dienst! Ganz toll! Also. Ich so glauben. Ich diene der flammenden Faust! Stiften gehen! Wo muss ich denn hin? Ich muss eigentlich dahin gefühlt. Nee, dahin. Nee, dahin auch nicht. Wo ist denn. Wo wohnt denn der? Gefühlt hier. Ja, das ist richtig. Okay, da müssen wir hin. Dahin, oh je. Immoen. Schleichen. Wäre toll. Ja. Was ist denn los? Also hier scheinen wir erstmal sicher zu sein. Ihr. Dahin. Sugar. Hat ihr was zu erzählen? Ja, vielleicht. Wir müssen irgendwie es schaffen, dahin zu kommen.
Hallo, Süßer. Willst du meine Möpse sehen? Sagt's und geht davon. So wird das aber nichts mit dem Geschäft, Lady. Das jetzt lockt die hier so einen her. Wirkt super. Rettungswurf gegen Zauber. Ach, Moment mal, das ist ja so ein Wächter. Das ist gar nicht so ein... Ja, aber die wollen wir natürlich auch genauso wenig irgendwie kaputt machen. Auch wenn das jetzt spielmechanisch egal wäre, glaube ich. Wir versuchen es nochmal. Gasgrün. Du kannst doch nicht immer einen Rettungswurf gegen Zauber machen. Bist doch echt doof, weißt du, Typ? Ja, ja, ja. Dorn rutscht gleich der Zweihänder aus. Leg dich hin, Depp. Ärgert sich total. So, da hast du deine Scheißwunde wieder. Haben wir das nochmal? Fertig, Moment. Lebensdingensbummelsentzug. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Da bin ich mir recht sicher. Ja. Naja, der kommt schon wieder zu sich irgendwann. Wir wollen Algernons Umhang an Ferkas geben. Hallo, Süßer. Willst du meine Möpse sehen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Bleib liegen, du Sack. Hey, Gasgrün, ein bisschen einsam, wie? Kenne ich euch? Ich glaube, ich kenne euch. Ja, genau. Ihr habt für Scar gearbeitet. Oh, und er ist tot. Ja, tot. Scar ist tot? Ihr müsst mir sagen, wie das passiert ist. Ich habe es nicht selbst gesehen, aber da ist ein Mann in der errötenden Nixe, der alles gesehen hat. Und er verlangt 10 Goldmünzen für die Geschichte. 10 Goldmünzen. Er heißt Ivanne. Und wenn es euch so schrecklich interessiert, Gasgrün, dann kann ich euch nur empfehlen, ihn aufzusuchen. Wirklich. Und mich meiner Arbeit nachgehen zu lassen. Ah, Scars Tod, neue Quest. Sehr interessant. Sugar, eine Dame der Nacht in dieser Gegend, hat mir erzählt, dass Scar tot ist. Er war ein guter Mann und ich verfluche mich fast selbst, weil ich von seiner Seite gewichen bin. Aber andere Aufgaben waren wohl dringlicher. Wir wurden von Herzog Eltern nach Kerzenburg teleportiert. Wir konnten uns ja gar nicht wehren. Sugar verwies mich an eine gewissen Ivanne in der errötenden Nixe, der angeblich Zeuge der schmutzigen Tat war. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Ja, das sollte ich ganz dringend, aber erstmal statten wir Ferkas einen Besuch ab. Allesamt. Ah, heißen Dank. Hier, 150 Goldmünzen für eure Mühe. Okay, Ferkas hat mich für meinen Diebstahl großzügig entlohnt. Naja, kann man so oder so sehen. Der Mantel war schon gar nicht schlecht. Ach, egal. Wir wollen jetzt gerade nicht mit Diebesgut gesehen werden. Und ganz schnell hier mal verschwinden, bevor der hier auch wieder wach wird. Die nerven alle. Da kann ich nicht runter. Wir haben ihn abgehängt. So. Da ist die errötende Nixe und da ist angeblich jemand drin, der was über Scars Tod weiß. Und mit dem werden wir sprechen im nächsten Teil. Bis dahin.